Heute seid ihr wieder gefragt und es wird besonders knifflig. In eure Praxis kommt eine 64-jährige Frau. Sie leidet unter einer allergischen Rhinitis und insbesondere in der letzten Zeit seien das Brennen, die Trockenheit und der Juckreiz ihrer Augen immer schlimmer geworden. Daher bittet sie euch nun um ein verschreibungspflichtiges Cortisonpräparat. Ihr fragt die Patientin nach weiteren Symptomen, woraufhin sie berichtet, seit einigen Jahren zunehmend Probleme beim Lesen zu haben. Sonst sei ihr aber nichts aufgefallen. Ihr seid aufgrund der Sehbeschwerden etwas hellhörig geworden und führt nun eine ophthalmologische Untersuchung durch. Dabei könnt ihr allerdings keinerlei Einschränkungen der extraokulären Muskelbewegung, des Pupillenreflexes oder des peripheren Sehens feststellen. Zusätzlich testet ihr noch die Sehschärfe und messt den Augeninnendruck, doch auch hier könnt ihr nichts Auffälliges erkennen. Doch ihr wollt der Sache noch genauer auf den Grund gehen und beschließt daher, noch eine Spiegelung des Augenhintergrundes bei medikamentös weitgestellten Pupillen durchzuführen. Dabei seht ihr konfluierende Drusen auf der Netzhaut der Patientin. Ihr habt inzwischen eine Verdachtsdiagnose und führt nun noch eine weitere Untersuchung durch, um diese zu bestätigen. An welcher Erkrankung leidet die Patientin eurer Meinung nach? Und welche Untersuchung ist der Goldstandard zur Diagnosesicherung? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Die Auflösung folgt wie immer am Montag in unserer Story.